Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, mit diesem Gendern von Wörtern komm ich ja gar nicht klar. Hä? Wird ein männliches Wort wie Pinsel zum Beispiel auch gegendert? Wer sich darüber Gedanken macht, ist meiner Meinung nach unabhängig vom Geschlecht ein Einfallspinsel. Vorsicht! Ich könnte auf alle Fälle einen Pinsel gebrauchen, wenn die Diskussion noch nicht beendet ist. Wieso? Dann streiche ich die Segel. Einmal die 4 und die Zeitschrift Emma. Momentchen mal bitte. Stefan, zugegeben, manche Wörter würden weiblich auch komisch klingen. Ich sag nur Pfefferstreuerin oder Frau Darine. Also beim Gendern geht es vor allem um Personenbezeichnungen und ihre geschlechtsneutrale Verwendung. Aus Handwerkern werden HandwerkerInnen. Und aus Warnwesten Warnkleider? Nein. Es geht um geschlechtsgerechte Personenbezeichnungen, wie bei diesem Gerät zum Kartoffelschälen. Wie heißt das noch gleich? Keine Ahnung, aber das ist ja wohl auch keine Person. Doch, ich hab's. Und zwar? Frau. Macht 139 Euro, sammeln Sie Sie-France-Punkte, haben Sie eine Frau-Mobilia-Card oder sind Sie im Spice Boys Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.